Brauchst du was, Süße? Nein. Ach, Rüpel. Kann ich euch helfen? Das weißt du doch. Pardon? Au! Ich verschwende meine Zeit nicht gerne. Hör auf! Ich rufe sonst die Wache! Ein Mucks und du stirbst. Was wollt ihr denn? Er ist im Hafen, am Long Pier vermutlich. Wir hörten, was bei der Parade geschah. Charles wurde ganz nervös. Er sagte, er verlässt das Land. Ich dachte, er übertreibt nur. Oder nicht. Oh. Vielen Dank. Er war nervös. So sicher war er dann wohl doch nicht. Mit seinen Aussagen. Charles. In der Nähe des Abends finden. Also im Internet steht und auch in Testvideos zu Black Flag wird gesagt, das Finale war hier nicht so prickelnd. Also es gab nicht so einen richtigen Endkampf. Das gab's bei Bioshock Infinite ja auch nicht mit Comstock. Natürlich ist es neblig. Eine neblige Nacht. Wie im Blockbuster. Er ist schon auf dem Meer. Er hat schon die Segel gesetzt. Da ist er. Nee, ich bin einfach zu blöd und er ist noch am Steg. Aber vielleicht bringt mich das zu einer besseren Position. Wenn ich jetzt von dieser Seite komme. Charles, wo bist du? Hinterhalt, Scharfschütze, Leibwache. Ja, ich nehme das. Mal schauen, wann er aufblinkt. Charles kommt direkt auf uns zu. Ah, schön, dass ihr ihn gefangen genommen habt. Da ist er. Da ist dieser Schweinehund. Kommt jetzt nur eine Sequenz oder müssen wir ihn einfach nur töten?
eine Sequenz. Er flieht wie ein Narr. Wie jemand, der ängstlich ist. Hilfe! Schatz, ihr könnt nicht fliehen. Kein Schaden durch das Feuer allein. Ah. So, diesmal kriege ich dich aber. Er hat Angst. Guckt, wie er flieht. Und er dachte, er wäre so sicher. Keine 50 Meter darf ich entfernt sein. Ich hab dich lieb. Verdammt, los jetzt. Wie beim Baum. Ah. Und schon bin ich wieder bei dir. Schatz, ich kann dich sehen, ich kann dich riechen. Na super. Warum so hartnäckig? Du wirfst uns nieder. Wir stehen auf. Du durchkreuzt einen Plan. Wir schmieden neue. Du streckst dich an. Aber es endet immer gleich. Die, die dich kennen, halten dich für irre. Und zwar deswegen. Auch die, die du retten wolltest, wenden sich nun von dir ab. Doch kämpfst du. Widersetz dich. Warum? Weil es sonst niemand tut. Das hat er auch schon im Storytrailer gesagt. Schalt es wieder entkommen. Doch er flieht nicht noch einmal. Zum Hafenmeister gelangen. Tja, sein Kopf, der dröhnt jetzt hier. Wie lange waren wir jetzt unmächtig? Natürlich können wir nicht springen, jetzt müssen wir eine Treppe suchen. Hätte ich jetzt die zwei Kugeln schon verbraucht, dann hätte das den Walking Dead Effekt, also von Staffel 6. Wie konnte er Schalz dann schießen? Er hat doch keine Patrone. War das nur ein Traum?
Nacht, was? Er ist landeinwärts, nahm eine Fähre, den Charles River hoch. Ich werde auch dahin müssen. Natürlich. Sagt einfach Bescheid. Die Jagd auf Lee. Wieder zurück in unserem Dorf. Wir laufen jetzt noch langsamer. Ich glaube, wir kippen gleich um. Hilfe! Hilfe! Hilft mir jemand? Bitte! Hilfe! Hilfe! Hilf mir jemand! Bitte! Na, das geht ganz normal. Trink auch einen Schluck. Du hast eine ganze Menge erlebt. Bringst du es jetzt zu Ende? Das war wirklich ein schwaches Finale. Die Verfolgungsjagd und dann eine Sequenz. Sechs Monate später. Das Dorf unseres Stammes. Connor hat sich erholt. Warum sollten Sie das hier lassen? Ein Edenapfel. Schon lange haben wir auf deine Rückkehr gewartet. Du hast getan, was du solltest. Du hattest Erfolg. Nein, ich habe versagt. Mein Volk ist fort. Von denen verjagt, von denen ich mir Schutz versprach. Es ist ein Tausch. Eine Art Opfer. Und nicht umsonst. Denn du fandest es. Das? Nun musst du es verstecken, wo niemand danach suchen wird. Und dann bei Zeiten, was einst war, wird wieder sein. Genau. Das verstehe ich nicht. Wort Connor ist versteckt. Brauchst du nicht. Tu nur, was wir sagen. Danach mach, was du willst.
Was ist mit meinem Volk? Du hast diesen Ort gerettet. Das war deines Volkes Aufgabe. Das ist das Wichtigste. Es ist nicht genug. Es wird nie genug sein. Du strebst nach etwas, das nicht existiert. Und doch hast du etwas bewirkt. Und das wirst du wieder tun. Denk daran, du musst das Amulett verstecken, wo niemand es findet. Wir werden es ja finden. Das war kein Edenapfel, das war ein anderer Edensplitter. Irgendwie so eine Glaskugel oder so etwas. In der Höhle, wo auch Achilles Rüstung war, Umhang, Montur. Aber die ist doch eingestürzt. Connor Davenport. 1748 bis 1755. Danach hat er sich ein anderes Leben gewidmet. Und zwar das einer Assassine. Nee. In dem Jahr ist seine Mutter gestorben. Aber trotzdem, die Bedeutung ist dieselbe. Davenport ist ja der Name seiner Siedlung. Die Summe der Wahrheit. Handlung abgeschlossen. Ja, noch nicht ganz.